Medien, das schnellste Auto, das stärkste Auto, wenn keine lückenlose und gut funktionierende Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht. Damit möchte ich mit den Worten unser Projekt einleiten mit dem Titel Entwicklung eines Testkörpers für Typ 2 Ladestation. Also derzeit hat die KMG rund 170 E-Ladestationen in Kärnten, die funktionieren auch im Grunde, aber in letzter Zeit gibt es vermehrt Vorfälle, dass bestimmte E-Autos nicht laden bzw. plötzlich aufbrechen. Bei der Kärnten Netz GmbH derzeit in Verwendung ist ein Messgerät, weil es lediglich Spannungen und Ströme messen kann. Ziel dabei ist es, ein Messsystem zu entwickeln, das den Messaufwand der Motoren im Außendienst stark reduziert, leicht transportabel und in jeder Umgebung einsetzbar ist. Des Weiteren soll durch eine genauere Analyse der Netzqualität an den Ladestationen die Ursache von Ladeausfällen schneller und einfacher ermittelt werden können. Durch den Einsatz eines All-in-One-Geräts, was unser Gerät oder unser neues Messsystem darstellen soll, soll auch eine bessere Wirtschaftlichkeit erzielt werden. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, das Laden eines E-Fahrzeuges unter reellen Bedingungen zu simulieren, ohne das E-Fahrzeug selbst an der Ladestation anschließen zu müssen.